Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Jetzt war ich eine Woche nicht da. Vielen Dank geht raus an YouTube, die mir den Kanal gesperrt haben, nachdem mein YouTube-Kanal trotz 2-Wege-Authentifizierung eigentlich abgesichert sein sollte. War er aber nicht, warum auch immer. Ich habe keinen Cutter, ich schneide selber. Es gibt niemanden außer mir, der Zugriff hat und du musst über mein Handy bestätigen, dass du dich auf meinem Kanal anmeldest. Trotzdem hat sich einer darauf eingehackt. Aber Kanal ist jetzt wieder da und jetzt kann ich auch wieder Videos machen. Das heißt, herzlich willkommen zurück, Leute. Absolut spannende Woche, die ich mit euch teilen wollte. Ich habe jetzt im Twitch-Stream nicht groß drüber gesprochen, aber das allererste vorweg. Und das ist auch das heutige Thema. Ich spiele seit einer Woche kein COD mehr und ich möchte ein dickes, fettes Danke an jeden von euch rausschicken, der mir gesagt hat, ich soll Escape from Tarkov probieren. Ich schwöre es, Leute, dieses Game hat mich absolut in den Bann gezogen. Ich habe keine Ahnung, ob ich in meinem ganzen Leben jemals, außer Call of Duty Ghosts, weil mein Lieblings-COD, jemals ein Game gespielt habe, was mich so hart gefordert hat. Und ihr wisst, ich bin Controllerspieler, Tarkov ist mit Maus und Tastatur, es ist so ein komplexes Game. Ich habe letzte Woche Freitag angefangen, ich bin jetzt bei 120 Spielstunden, glaube ich. Ich bin Level 17. Mit Aim, mit Tastatur, alles Mögliche zu Aim, mit der Maus ist super kompliziert. Die Quests, PvP-Kämpfe sind kompliziert, die Waffen haben Rückstoß. Aber es ist so genial und es ist so ein gutes Game. Und ich kann euch jetzt jedem von euch eins nur sagen, wer von euch auf den Multiplayer keine Lust mehr hat, wir kommen gleich dazu, was sich da jetzt alles so Season 2 doch wieder ändert. Und irgendwie auf der Suche nach dem Game ist, glaubt mir, viele von euch haben mir das gesagt und das geht jetzt raus an die, die das auch für sich so haben. Probiert Escape from Tarkov aus. Es ist taktischer, es ist High Reward, High Risk. Ihr könnt alles verlieren. Das ist nicht wie in DMZ, wo man einfach nur eine Waffe verliert und die kriegt man halt wieder. Oder einen Rucksack und im nächsten hat man den sofort wieder. Sondern man kann echt richtig viel verlieren. Und es gibt viele Stunden, wo man richtig deprimiert ist, weil man viele Runden hat, die man verkackt, wo man seine Sachen verliert. Und dann gibt es diese eine Runde, diese eine perfekte Runde und ihr nehmt eine M4 mit, eine AK mit, ihr schaltet irgendwie zwei Chats aus. Absolut krankes Spiel. Also das hat mich jetzt auch die gesamte Woche auf Twitch von morgens bis abends gefesselt. Und ich werde Tarkov weiterhin als eigentlich auch mein Hauptgame spielen. Ich bin am Überlegen, wie ich euch interessante Tarkov-Videos zur Seite stellen kann. Da könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, Leute, was, wenn ihr Tarkov-Fans seid, was ihr da gerne sehen wollt. Aber eins vorweg, ich bin ein absoluter Anfänger in Tarkov, ja. Also weder bin ich gut mit Maus und Tastatur, ich muss es lernen, noch kann ich euch da heftige Tipps geben. Was ich mir halt vorstellen könnte, ich schneide euch aus den Streams ein paar coole PvP-Fights vielleicht zusammen und erzähle ein bisschen über meine ersten Tage in Tarkov. Was ist schwierig, was ist geil, was ist nicht geil, was für Updates passieren da und. Aber insgesamt von mir 1000 Punkte für Tarkov, geiles Game, das Game für mich des Jahres, für mich entdeckt. Ganz viel Liebe an jeden von euch, der da gesagt hat, spielt Chappy. Aber auch heute soll es jetzt noch nicht um Tarkov gehen, sondern um das Season 2 Update. Was, wie ihr es ja mitbekommen habt, vom 1. Februar, was jetzt eigentlich morgen wäre, auf den 15. Februar verschoben wurde. Was aber nicht verschoben wurde. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen gebettelt und mein Partner Holy hat es endlich gemacht. Wahrscheinlich nicht wegen mir, aber trotzdem gemacht. Und zwar gibt es jetzt die Eisteesorten bei Holy. Die sind ja komplett ohne Zucker, komplett ohne Koffein. Ihr könnt die Eisteesorten von Holy den ganzen Tag trinken. Endlich Eistee, Pfirsich, Nektarine. Ich zeige euch das mal so richtig, so ganz unauffällig. Eistee, Pfirsich, Nektarine mit Schwarztee. Kein Zucker, kein Koffein. Ist nur noch begrenzt im Angebot sogar verfügbar. Und ich kann euch nur sagen, Leute, jeder, der mal den Penny-Eistee getrunken hat, und ich glaube, jeder, der früher gerne in der Schulmittagspause hin ist, wird ihn lieben. Es ist wirklich der beste Eistee, den Holy bisher gemacht hat. Und ihr könnt ihn euch mit ein paar kleinen Gimmicks dazu holen. Ihr könnt verschiedenste Angebote abchecken und ich würde euch bitten, dass ihr dann meinen Code Chappy nehmt, denn Chappy kriegt ihr Rabatt drauf 10%. Und wenn ihr Neukunde seid und gerne mal Eistee von Holy probieren wollt und Pfirsich Nektarine, Leute, ist Chappy 5 für Neukunden, könnt ihr nur einmal nehmen beim ersten Mal. Es lohnt sich wirklich dick. Unbedingt abchecken, Leute. Kommen wir aber zum Season Update. Am 15. Februar kommt das neue, groß erwartete und viel zu späte Update von Modern Warfare 2 und Warzone 2.
Und Infinity Ward und Activision haben es bisher ja gesagt, beziehungsweise hingekriegt, nicht zu sagen. Das heißt, wir haben bis jetzt keinerlei Info darüber, warum es eigentlich verschoben wurde, welche Sachen sie jetzt aktiv noch angehen, was Multiplayer angeht, mit einer Ausnahme. Sie haben jetzt angekündigt, dass sie sich das verkackte Perk-System, was einfach schlecht ist, nochmal angeguckt haben. Und falls ihr euch erinnert, am ersten Beta-Wochenende habt ihr für das erste Perk, wenn ihr keine Kills, keine Punkte gemacht habt, 3,5 Minuten gebraucht. Und das zweite Perk, das Ultimate-Perk, 7 Minuten. Das war viel zu lang. Man hat Ghost in S&Z teilweise gar nicht bekommen als Perk. Im zweiten Beta-Wochenende haben sie auf das Feedback von euch allen gehört und haben es halbiert. Von 3,5 Minuten auf knapp unter 2 Minuten und von 7,5 Minuten auf knapp 3 Minuten. Das war besser, aber das Perk-System war immer noch schlecht. Nach dem Beta-Wochenende, weil sie völlig inkompetent sind, man muss es einfach so sagen, haben sie es wieder auf die Werte von vorher geswitcht. Das heißt, es ist dann der zweite Switch, nachdem das System erst geändert wurde. Und haben es jetzt hinbekommen zu sagen, dass sie festgestellt haben, dass das Perk-System schlecht ist. Also wird es in der Season 2 wieder geändert auf die Werte aus dem zweiten Beta-Wochenende. Dabei haben sie auch geschrieben in dem Blogpost, den werde ich euch unten verlinken, könnt ihr mal durchgucken. Es ist wirklich traurig, wenn man sich überlegt, dass diese Menschen Milliarden damit verdienen und so einen Scheiß anzubieten. Da haben sie geschrieben, dass sie irgendwie Ghost auch eigentlich in Kategorie 3 reintun wollen, weil wenn man aktuell früh eine Drohne bekommt, kann man nichts dagegen tun und wird sofort auf der Karte angezeigt. Und dieser Stealth-Modus oder Stealth-Play war 18 Jahre in Call of Duty absolut in Ordnung. Wenn ich wollte, konnte ich Totenstille, Geist und einen Schalldämpfer spielen. Und wenn ich wollte, konnte ich Kugelweste, Taktik, Maske und keinen Schalldämpfer spielen. Dieses Jahr geht das nicht mehr und deswegen sind die Steam-Spielerzahlen auch so dermaßen runter. Der Peak am Tag geht nicht mehr über 100.000. Das haben wir noch nie in Call of Duty seit keine Ahnung wann gehabt. Leider haben wir aus den letzten Jahren keine Steam-Zahlen, aber selbst Ende Caldera, wo es schon absolut Brachland war, hatten wir täglich mehr Spieler als jetzt in Modern Warfare 2, dem größten Call of Duty aller Zeiten und Warzone 2. Das ist aber auch soweit eigentlich alles, was sie zum Multiplayer angekündigt haben. Und ich würde es ungern so sagen, aber ich sage es einfach, es ist glaube ich so. Findet euch damit ab, dass der Multiplayer nur noch dafür da ist, dass die Entwickler und Publisher von uns das Geld bekommen und genug motiviert sind, um sich überhaupt um den Free-to-Play-Teil, für den man nicht bezahlt, sprich Warzone 2, zu kümmern. Der Multiplayer kriegt keine Liebe, er kriegt wirklich gar nichts. Jetzt haben sie heute ein ganz, ganz kurzes, kleines Update reingebracht mit Bugfixes. Das erste, was ich gelesen habe bei diesen Bugfixes, die sie rausgehauen haben, war irgendwas mit einem Anime-Sticker, wo ich dachte, fickt euch einfach. Dazu kommt, dass wir eben 2 neue Multiplayer-Karten bekommen. Neu, die eine heißt Castle. Es gibt Diskussionen darüber, ob das die ist, die wir schon in Vanguard hatten oder nicht. Ich kann es nicht sagen aktuell. Und das Gerücht ist, das zweite, das Museum, die in der Beta drinne war und dann so Lichtprobleme hatte und Copyright-Probleme und Activision-Probleme, dass die als zweite Multiplayer-Map im Multiplayer reinkommen soll. Ja, dazu wird es 5 neue Waffen geben, unter anderem eine Nahkampfwaffe. Es soll eine Shotgun geben, da haben wir schon Aufsätze für gefunden. Und ganz, ganz viele Bugfixes, die angeblich kommen, zusammen mit, ihr werdet euch mit Sicherheit freuen, der CDL. Das heißt, die CDL ist fast vorbei, das hat Activision wieder verschlafen. Aber die Competitive Playlist, das heißt Ranked Play, soll zur zweiten Season kommen. Jetzt haben sie aber schon angekündigt, vielleicht auch nicht zum Start der zweiten Season. Das heißt, kann auch sein, dass ihr alle Rankplay spielen könnt, wenn die CDL-Liga schon vorbei ist. Ja. Warzone 2 hingegen, Leute, da wird alles auf 180 Grad gedreht. Alles, was wir in Warzone 1 hatten, haben sie in Warzone 2 geändert. Da gab es ja dann ganz viele Leute, die sich von euch und wir und Streamer und Spieler beschwert haben, dass Warzone 2 mit den Mechaniken, die dabei sind, ich brauche nicht alle aufzählen, schlecht ist. Und dann hat Infinity Ward ja einfach nicht drauf gehört. Jetzt, dann war es eben der letzte Punkt, dass eben auch noch ein paar Leute geheult haben und gesagt haben, oh, Warzone 2 ist perfekt. Haut doch ab, wenn es euch nicht gefällt. Und die Spielerzahlen sagen eins, die Leute sind abgehauen, weil es ihnen nicht gefallen hat. Ich kann es von mir sagen, nach 13 Jahren COD. Und Tatsache ist, dass alles wieder zurückentwickelt wird. Das heißt, die Preise für Loadouts fallen wieder. Es wird wieder freie Loadouts geben. Movement wird wieder angepasst zu einem ähnlichen Stand wie Warzone 1, ohne Slide-Canceln. Keine Sorge, für die, die es nicht mochten. Ich mochte es auch nicht.
Es ist jetzt auch wieder so, dass man normal Drohnen an den Buy-Stations kaufen soll. Sie ändern es wieder zurück, dass der 2 gegen 2 Gulag jetzt nur noch ein 1 gegen 1 Gulag ist. Sie ändern jetzt zurück, dass man 2er- und 3er-Plattenwesten findet, sondern jetzt hat jeder von Anfang an eine 3er-Plattenweste. Es gibt also keine 2er-Plattenwesten mehr. Sie ändern im Prinzip alles, wirklich alles auf den Stand von vor Warzone 2 in einem letzten Versuch, die Spieler wieder zurückzubekommen. Und sie haben versprochen, dass auch bessere und schönere Bundles kommen. Dazu ging jetzt so ein Survey umher, also so eine Umfrage von Activision verschickt, welche der folgenden 5 Karten man sich am ehesten jetzt wünschen würde. Und die Optionen waren halt Caldera, Verdansk 84, Verdansk nach 84, ihr wisst, vor und nach diesem großen Update von Verdansk. Dann war Blackout mit drinne und noch irgendwas. Was mich fasziniert hat, weil es sieht für mich sehr, sehr hart danach aus, als wenn Activision mit allen Mitteln jetzt versucht, Spieler zurückzukehren oder zurückzubekommen, anstatt sich einfach darum zu kümmern, dass wir ein Produkt bekommen, was wie Multiplayer genauso wie DMZ. Übrigens, DMZ wird euer gesamter Fortschritt zurückgesetzt. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob Stats behalten werden. Stats im Multiplayer Warzone werden nicht kommen. Wahrscheinlich nie wieder, keine Ahnung. In DMZ werden eure versicherten Slots für die Waffen zurückgesetzt, eure Keys werden gelöscht, alles. Das heißt, es gibt einen Wipe, ähnlich wie bei Tarkov, mit dem Unterschied, dass bei DMZ nie einer davon gesprochen hat. Das heißt, wenn ihr in DMZ noch irgendwas habt, was ihr unbedingt nochmal machen wolltet, solltet ihr es jetzt machen. Die Missionen, die nach dem Reset kommen, sollen einfacher sein als die, die es jetzt sind. Aber wenn ich euch eins sagen kann, wenn ihr auch nur einen Funken Spaß an DMZ habt, probiert Tarkov aus. Es ist ein unfassbar gutes Game. In allen Belangen besser als DMZ. Wirklich in allen Belangen. Es gibt nichts, was DMZ besser macht, außer dass es umsonst ist. Das sind eigentlich alle Sachen zur Season 2. Es sieht für mich irgendwie nicht so 100% danach aus, als wenn Activision so wirklich weiß, wie sie das Ruder wieder rumreißen sollen. Und ich hoffe, dass noch mehr Leute gehen, damit endlich dieser wirklich finale Schachzug ist, dass endlich ein Umdenken stattfindet und dass endlich auf die Spieler, die dieses Game spielen und groß gemacht haben, wieder gehört wird. Leute, das sind alle Infos zur Season 2 von mir soweit. Soll ich was vergessen haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, gerade jetzt, wo ich eine Woche nicht da war. Ich hoffe, dass YouTube mein Video vielleicht deswegen ein bisschen hochpusht, das wäre schon cool. Und ihr werdet jetzt hier auch in Zukunft gemischt Tarkov und COD sehen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich versuche Tarkov auch denen näher zu bringen, die es noch nicht angerührt haben. Nochmal einen dicken Danke von mir. Ich liebe dieses Game. Es ist absolut Hammer. Ich bin raus, Leute. Haut rein.